Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlachtfeldbegehung. Mein Name ist Random Life und heute sind wir in Bremen und wir schauen uns eins der größten Objekte aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges an, die in Deutschland noch stehen. Und hinter mir seht ihr schon das riesige Bauwerk. Das ist der U-Boot-Bunker Valentin und den werden wir heute gemeinsam erkunden. Viel Spaß in diesem Video. So, und da steht das gewaltige Ungetüm. Natürlich hat man nicht einmal darüber nachgedacht, es zu sprengen, weil es einfach viel, viel zu groß ist, wie ihr in den Drohnenaufnahmen gesehen habt. Und da geht's raus, da müssen wir gleich lang. Auf dem Parkplatz haben wir geparkt. Und jetzt schauen wir mal nach. Hier ist kein Durchgang. Aber ich will es auf jeden Fall mal von hier zeigen. So, Öffnungszeiten vom 1.10. bis 31.03. Das ist jetzt aktuell 10 bis 16 Uhr. Bedeutet, wir haben jetzt noch ungefähr anderthalb Stunden Zeit. Bedeutet, wir werden jetzt erstmal gar nicht großartig draußen schauen, sondern wir gehen mal direkt rein, damit ich euch das Bauwerk von innen zeigen kann. Ja, was ich euch noch sagen möchte, es ist ein Rundgang. Man kann hier einmal rumgehen. Ich habe noch nicht gesehen, wie weit er ist. Und überall sind hier so Schilder aufgebaut. Der Bunker Valentin. Die Kriegsmarine hatte den Bunker mit dem Tarnnamen Valentin als bombengeschützten U-Boot-Werft geplant. Auf der Baustelle arbeiteten von Mai 43 bis April 45 mehr als 10.000 Zwangsarbeiter aus ganz Europa. Über 1.600 starben an den schweren Arbeiten und den Bedingungen im Lager. So, ich muss immer mal wieder die Kamera ausmachen, weil hier doch relativ viel Betrieb ist. Und ich möchte die Menschen natürlich nicht unbeabsichtigt mit aufs Video nehmen. Also ich denke mal, ab 16 Uhr sind dann hier die Tore geschlossen. Hier wird auch sehr oft an die Zwangsarbeiter gedacht, an die 1600, die hier ums Leben gekommen sind. Und das ist, meine lieben Leute, der U-Boot-Bunker Valentin, die Stirnseite. Ihr müsst euch das vorstellen wie ein Trockendock. Hier vorne war eine Flussmündung. Ich glaube, die Weser ist es. Ich bin aber nicht 100% sicher. Werden wir vielleicht gleich noch erfahren. Ansonsten schreibe ich es euch hier oben rein. Und solche U-Boote mussten natürlich gewartet werden bzw. repariert, wenn sie bestätigt waren. Und dann hat man das normalerweise natürlich in Docks gemacht, in Trockendocks. Und die war natürlich beliebtes Ziel während des Zweiten Weltkrieges, alliierter Luftbomber. Und deswegen hat man sich überlegt, solche riesen Trockendocks zu bauen, die verbunkert sind. Und die haben schwere Bomben abgehalten, aber die Alliierten hatten irgendwann Tallboys, bis zu 10 Tonnen schwere Bomben, und da hat auch dieses Dach nicht ausgehalten. Aber grundsätzlich hat es schon viele Standardbomben natürlich auch ausgehalten. So, in Saint-Nazaire, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, und Lorient und Brest, genau. In Frankreich gibt es genau solche Bunker und die haben obendrauf noch eine Zerschellschicht. Das bedeutet, wenn die Bombe auf das Bauwerk fällt, dann geht sie erst in der Zerschellschicht, die extra dafür gebaut ist, damit die Bombe nicht so viel Zerstörung innerhalb des eigentlichen Bauwerks anrichtet. Ich gucke mal, ob ich ein Foto finde, aber ansonsten könnt ihr euch das, glaube ich, ganz gut vorstellen. Das sind Fotos bzw. Bilder von der Baustelle. Gigantisch. Absolut gigantisch. So, ich lese euch mal aus dem Blättchen hier vor. Der Rundweg führt sie entlang von 25 Stationen durch und um den Bunker Valentin. Anhand von historischen Spuren, Fotos, Aussagen und Zeitzeugen und kurzen Erläuterungen können Sie sich über die Geschichte des Bunkers informieren. Und das werden wir natürlich tun. So, das ist hier für Fahrzeuge höchstwahrscheinlich, um
sie zu beladen, besser beladen und entladen zu können. Scheint mir aber moderner zu sein. Schaut euch das an. Das ist wirklich absolut brutal. So viel mehr steht leider nicht. Ach, Spinnweben. Viel mehr steht hier leider nicht drin. Aber hier vorne, das ist definitiv moderner, das Ding. Aber schaut mal hier. Hier liegt Schrott aus dem Boden rum. Das sind so Bleche, damit Autos, meist militärisch oder irgendwelche Expeditionsfahrzeuge, besser von sandigem Boden wegkommen. Stacheldraht, aber moderner. Und noch so ein paar andere Gegenstände. Also könnte auch altes Zeug mit dabei sein. So, aber deswegen sind wir nicht hier. Wir sind wegen des Bunkers hier. Und das Schöne ist ja, ich mag ja die alte Beschriftung. Und hier sehen wir sogar noch ein bisschen Rauchen verboten. Wurde, glaube ich, nachgestrichen, aber grundsätzlich ist das alt. Das kennen wir ja auch schon aus dem letzten Video über das Hydrierwerk Pölitz. Das sah ziemlich genauso aus, auch mit diesen Kanten, damit die Fahrzeuge nicht runterrutschen. Und hier vorne ist der Eingang ins Museum. So, meine Freunde, wir sind drin. Wir sind jetzt in dem Bunker drin und finden hier eine riesige Halle, die nicht beleuchtet ist. Deswegen ist es gut, dass wir die Taschenlampe mitgenommen haben. So, schon besser, oder? Riesige Hallen. Ich denke, man hat es absichtlich nicht beleuchtet, damit dieser monumentale Eindruck auf den Besucher wirkt. Aber für euch ist es natürlich schwierig. Okay, das ist der Hintergrund. Hier laufen Filme. Mit deutscher Übersetzung. Da stehen auch Menschen, deswegen werden wir da jetzt nicht hingehen. Möchten die nicht stören. Hier hat man einen ganz guten Blick. Ich kann mich eigentlich daran erinnern, dass man. Ja, doch, man kann auch reingehen. Wir schauen uns aber erstmal hier um. Ah, das ist der Eingang. Oh, ist das kalt. Oh, ist das kalt. Hier vorne steht ein Wagen. Und da ist eine Tallboy durchgekommen. Völlig krass. Also bis zu 10 Tonnen. Gab auch kleinere. Da ist sogar noch die Spitze der Bombe. Stacheldraht sehen wir hier. Das mit dem Wagen ist natürlich schon krass. Das mit der Bombe allerdings auch. Mega. Da ist noch eine zweite eingeschlagen, die ist aber nicht durch. Da hinten ist noch eine. Und noch eine und noch eine. Und noch eine. Ich zähle mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Stück zähle ich hier. Da oben sind Querträger. Und einige Durchgänge. Betreten ist leider verboten. Ja. Ultimativ. Also schon sehr beeindruckend.
zur Zerstörung. Im März 1945 war der Bunker fast fertig. Nur die Verstärkung der Decke über dem westlichen Teil fehlte noch. Bei einem Luftangriff britischer Verbände am 27. März durchschlugen zwei Bomben diesen Teil des Daches. Die Schäden konnten nicht mehr behoben werden. Die Bauarbeiten wurden Anfang April eingestellt. Die meisten der ausländischen zivilen Zwangsarbeiter wurden sich selbst überlassen. Die KZ-Häftlinge wurden in das Konzentrationslager Neuengamme sowie in die Kriegsgefangenenlager St. Bostel gebracht. Boah, also das ist schon bemerkenswert. Das ist der eine Durchschlag und das ist der zweite. Der ist nicht komplett durch. Das bedeutet, man hat das gesamte Bauwerk gebaut. Da hinten sind aber auch welche durchgeschlagen. Und als es dann bombardiert wurde, hat man dann einfach aufgehört. Das ist auch schon krass. Also das ist eine krasse Geschichte. Das bedeutet, man hat hier wirklich viel Zeit, Energie, Material, Ressourcen generell reingesteckt. Und dann wurde das Bauwerk bombardiert. Und hat man das einfach sich selbst überlassen. Ich meine, das war natürlich auch schon, als der Krieg absehbar verloren galt. Aber trotzdem. So, deutsche U-Boote versenken zwischen 39 und 45 etwa 3000 Schiffe. Mehr als 30.000 Menschen kamen dabei ums Leben. Wow, schaut euch mal die Decke in die Höhe an. Es ist unvorstellbar. Unvorstellbar. So, wir wollen die Leute, wie gesagt, nicht ärgern. Deswegen hören wir damit auf. Und wir gehen jetzt raus aus dem Bauwerk. Wir sind jetzt einmal quer durch. Ich drehe mich einmal. Hunde sind leider nicht erlaubt, warum auch immer. Es ist ja nur Beton. Da können die nicht wirklich viel kaputt machen. So, ich gehe immer weiter zurück und immer weiter zurück. Und ihr seht immer noch nicht den Himmel. So, da ist er erstmal. Vielleicht mache ich die Kamera einmal runter. Obwohl, die gucken gerade nicht. Wir können also weitergehen. Hier finden wir eine Beschriftung. Sauer. Ausgang. Ah, Ausgang. Nur andersrum geschrieben. Boah, hier ist auch einer eingeschlagen. Da oben. Voll durch. Oh, hier würde ich gerne mal rein. Das ist also das Trockendock. Da hinten ist der Fluss. Gucken wir uns gleich natürlich auch noch an. Das ist ja nicht fertiggestellt worden. Dann sind die U-Boote hier reingefahren worden und konnten dort dann von den Menschen repariert werden. Ein bisschen rumführen. Da kann man leider nicht so gut reingucken. Da ist eine Leiter. Ist nicht ganz einfach, weil ich habe gerade das Handy hinterm Zaun. Da muss man so ein bisschen durchgreifen. Scheint doch eine Leiter zu sein, oder? Schwer zu sagen von hier aus. Und hier nochmal der Blick übers Trockendock. Und da, seht ihr, könnte vielleicht noch mal was geplant gewesen sein. Ich gehe also sehr stark davon aus. Das ganze Material, ja, sein. Und hier sind überall so Beschriftungen. 600. Übrigens heute Marauder Mini von Olight. Ich benutze normalerweise immer die große Marauder 2. Ich hatte jetzt aber keine Lust, eine große Taschenlampe mitzunehmen, wollte aber trotzdem gut Licht haben. Wie gesagt, keine Werbung, einfach nur eine Information. Und die hat mir tatsächlich nicht ausreichend Licht für viele Sachen. Aber der Vorteil ist halt, die ist sehr klein. Und ja, Lichtmenge würde wahrscheinlich für den Normal Sterblichen ausreichen, aber für diese riesigen Bauwerke Maginot oder hier Bunker Valentin macht schon die Marauder 2 Sinn. Unter normalen Umständen. Heute
mit den ganzen Menschen da drin natürlich nicht. So, nochmal der Blick. Und ich melde mich gleich von dem... Oh, nee, ich melde mich gar nicht nochmal wieder. Sondern hier haben wir tatsächlich noch Überreste. Hier wurde damals, ich meine, Beton angemischt. Genau. So, das war die Betonmischmaschine. So sah die aus. Da oben, zeige ich euch gleich, war diese Mischanlage. Und hier sehen wir noch das Fundament davon. Und wir müssen eh... Schaut mal hier. Da habt ihr einen guten Überblick. Hier sind wir reingegangen. Hier ist der Eingang, genau. Dann sind wir hier einmal durchgegangen, befinden uns jetzt hier und gehen jetzt einmal komplett wieder rum. Und das schaffen wir auch locker in der Zeit. Was für ein Material, beziehungsweise was für eine Materialmenge hat man hier bitte eingesetzt und das Bauwerk dann nicht benutzt. Das ist schon enorm. So sah die damals aus, die Baustelle. Musste natürlich alles mit Zügen rangebracht werden. Unmengen an Material. So. Und hier, wunderschön, ist der... Oder wäre dann der Flussarm gewesen oder der Ausläufer, wo die U-Boote hätten dann in den Bunker einfahren können. Heute ein Hundestrand und sieht auch sehr flach aus. Bedeutet, es war höchstwahrscheinlich noch gar nicht ausgebaggert gewesen. Und hier ist der Eingang, wo die U-Boote reingefahren wären. Bin mir nicht sicher. Also müssten eigentlich mehrere Tore gewesen sein. Weil für so ein Riesenbauwerk nur so ein kleines Trockendock, das ist irgendwie schwer nachzuvollziehen. Gibt leider wenig Dokumentationen hier am Standort über das Bauwerk selbst. Ja, also definitiv hätte man hier noch baggern müssen. Es kann natürlich auch über die ganzen Jahre sein, dass hier dieser Arm, dieser Zulauf versandet ist. Ich dachte erst, es wäre Watt, aber es ist einfach nur Morast und Schlick. Ja, und natürlich wieder perfekt angezogen, wie ihr seht. Aber schon schön, oder? Ich kann leider jetzt nicht zurückschwenken, doch, da sind die Kinder. So, bis hierhin geht. Und da sind dann wären die U-Boote eingefahren. Da werden sie verteut an diesen Haken. Da, genau da werden die festgemacht worden, damit die nicht einfach rausschwimmen. Hier können wir noch einige Details erkennen. Eine alte Schiene plus Bolzen. Und da sind noch verschiedene Bohrungen. Höchstwahrscheinlich gingen die damals durch. Wahrscheinlich sogar für die Tore, damit man die Tore auf und zu machen konnte. Da waren natürlich Stahltore vor. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass hier auch noch Tore gewesen wären. Ansonsten macht das alles keinen Sinn. Der Zahn der Zeit nagt natürlich an dem Bauwerk. Und überall, wo der Putz abgeplatzt ist oder die obere Betonschalung, hat man hier so einen Betonschutz drauf gemacht. Und der fließt hier überall runter, damit da kein Wasser eindringt und das Bauwerk nicht noch weiter kaputt geht. Und hier sehen wir noch eine komplett alte Schrift, 8 Meter, 8M, 250. Den Rest kann ich leider nicht lesen.
So, hier finden wir das Zuliefertor für die Werft. Es wurde nachträglich noch zugemauert. Und schaut euch mal an, wie riesig das ist. Auch hier noch die Armierung komplett zu sehen. Ja, krass. Also man hat es definitiv nicht fertig gebaut, seht ihr? Da wären auf jeden Fall noch irgendwelche Sachen drangekommen. Und da ist die Vorrichtung für das Tor. Und anscheinend wurde das hier nach oben gehoben zum Öffnen. Und da sehen wir wieder die Armierung. Die ist einfach nur umge... Ah, schaut mal. Die steht raus und haben wir die nach oben geklappt. So, meine Lieben. Also, ich nutze mal die Gelegenheit, weil ich doch jetzt ein bisschen Zeit habe, im Internet zu recherchieren, wie groß das Gebäude ist. Und ich laufe gerade am Gebäude entlang, nämlich 419 Meter in Summe, 419 Meter. Teils werden auch 426 Meter angegeben, könnte man jetzt nachmessen, aber ich habe keinen Zollstock und kein Maßband dabei und keine Zeit. Also irgendwie um die 425 Meter, ganz grob. Breite 67 Meter und im Osten, im Westen knappe 100 Meter, Außenhöhe bis zu 22 Meter und Innenhöhe 18 Meter, Grundfläche 35.000 Quadratmeter und verbauter Beton knapp 500.000 Kubik. Betondicke 4,50 Meter und die zweite Baustufe sind 7 Meter und die Wände sind 4,50 Meter. So, jetzt haben wir ungefähr 200 Meter geschafft, ganz grob. Das haben wir alle schon gesehen. Da sind wir nämlich reingegangen. Da ist diese Fahrzeughalle oder was auch immer das ist. Und eine Sache möchte ich euch noch zeigen, bevor ich zurückgehe. Weil ich möchte unbedingt noch mal die Aufnahme haben, wie ich euch zeige, wo die U-Boote reingefahren sind, beziehungsweise wären, wenn es damals fertiggestellt wäre. So, das will ich euch unbedingt noch zeigen, ja. Treten verboten. Mit Sicherheit. Nachkriegszeit, warum? Weil hier by order steht. Das bedeutet, das Gebäude wird wahrscheinlich von den Amerikanern, das müsste kanadisch oder amerikanisches Besatzungsgebiet gewesen sein, Bremen. Ich versuche das mal zu recherchieren für euch. Und dann ist dieses aufgemalte Schild nachträglich angebracht worden. Hier hat man ein Fenster eingebracht und eine Tür, also absolut modern wieder. Und also der ganze Bereich hier um den Bunker herum ist noch mit Fundamentresten voll. Der ganze Wald da vorne auch. Und das ist alles noch ein Teil von der Betonmischanlage. Die Sachen sind alle noch da. So, gut, dass wir nochmal andersrum gegangen sind, weil das sieht man sonst gar nicht. Hier war damals auch ein Eingang. Aber viel zu sehen gibt es hier nicht. Aber hier bekommen wir mal ein Gefühl dafür, wie dick die Wände waren. Die Zahlen sind immer gut und schön. Aber sich das anzuschauen, das ist immer eine ganz andere Ecke. So, meine Freunde, also warum nicht gleich direkt persönlich? Also, ich bin jetzt fertig mit meinem Rundgang. Ich habe gesehen, es besteht auf jeden Fall die Möglichkeit, auf der anderen Seite eine Drohne fliegen zu lassen. Direkt über dem Bunker ist Sperrgebiet und auf dem See, beziehungsweise Fluss oder was auch immer das ist, ist Naturschutzgebiet. Aber genau auf der anderen Seite gibt es eine kleine Möglichkeit zu starten und das machen wir natürlich auch. Und dann werde ich euch auf jeden Fall noch am Ende, und am Anfang habt ihr ja sowieso schon gesehen, schöne Drohnenvideos einblenden. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich fahre jetzt weiter nach Hause, hole noch den Diego ab und dann bin ich raus. Euer Random Life. Also, tatsächlich wurde ich gerade erkannt vom Olaf. Nachnamen nenne ich jetzt nicht. Olaf, wenn du das hier siehst, du wohnst ja hier 8 Kilometer von hier. Schön, dass du mich angesprochen hast. Hat mich auf jeden Fall richtig gefreut. Mega cool von dir. Und Grüße gehen raus. Bleib gesund. Und ich hoffe, dir gefällt dieses Video. In diesem Sinne. Tschüss.
Leute, das wäre doch kein Video von Random Life, wenn es nicht irgendwie auch keine Ahnung, wo wir jetzt sind. Aber wenn ein Loch im Zaun ist, Leute, dann müssen wir da auf jeden Fall rein. Eieiei. Das sieht aber nicht gut aus. Alles voller Spinnweben. Keine Ahnung, wo wir hier sind. Wir gehen einfach nur diesen verlassenen Wegen. Oh. Okay. Ach nein, das Tor ist auf. Egal. War wohl mein Wunsch größer? Nein, ich hab's doch gesagt. Da ist er. Da ist Munker, Leute. Ich hab es doch aus dem Augenwinkel gesehen. Oh. Gut, dass ich die Lampe mit hab. Schlecht, dass ich wieder im Licht vorbereitet bin. Oh. Und die Tür ist auf. Die Tür ist auf. Die Tür ist auf. Sehr gut. Okay, Baby. So ganz kurz akklimatisieren. Wir haben hier einen Bunker, also aus dem Zweiten Weltkrieg. Irgendwo im Gebüsch. Zufällig gefunden. Über uns hier, das ist das Eingangsbauwerk. Das ist auch vor herabstürzenden Teilen oder auch Splitter geschützt. Und eine massive... Aua, Fliege im Auge. Und eine massive Tür. Die ist nicht nur Gasdrucktür, sondern sie hat tatsächlich auch eine Schutzwirkung. Die ist richtig dick. Normalerweise, wisst ihr, habt ihr ja schon in vielen meiner Videos gesehen, sind das nur Gasdrucktüren. Das hier ist aber wirklich massiv. Und wir gucken mal. Ach komm, Leute, von da aus wäre es ganz einfach gewesen. So, mal gucken, ob man es hier drin einschließen kann. Ja, könnte man. Und rein. Man hat hier Fenster eingesetzt. Vielleicht hat man hier nach dem Krieg drin gewohnt. Seht ihr das? So eine schwere Tür und ein Fenster. Aber ihr könnt hier mal sehen, wie viel Armierungsstahl verwendet wurde. Das ist wirklich wie so ein Gitter. Und wenn eine Bombe da reinfällt, die hat natürlich auch aufgrund ihrer Masse und Beschleunigung eine richtige Wucht. Und dann bleibt die hier an diesem Gitter hängen, sodass sie nicht tief eindringen kann. Und das Bauwerk durch den Beton dann geschützt ist. Hier sehen wir sogar noch originale Lampenfassungen. Das sind Lampenfassungen. Vielleicht auch nicht Sicherungsauto. Sicherungsfassungen sind das. Ja, 25 Ampere, 500 Volt. Und das scheint auch nachträglich hier eingesetzt worden zu sein. Fette, fette Bunkertür. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt jemanden da drin finde, den sie da drin eingesperrt haben. Okay, das, die kriege ich so nicht auf. Aber vielleicht kommt man von hier ja auch rein. Ja, kommt man. Da sind diese Faserplatten wieder. Die haben wir in Polen auch gesehen. Da, ich dachte erst, das wäre Asbest, aber das ist Stroh anscheinend mit Beton drin. Man hat diesen Bunker also entweder in der Nachkriegszeit genutzt oder man hat ihn entmilitarisiert. Beides möglich. Da oben ist auch eine alte Fassung.
Schöner Fund. Schöner zufälliger zufälliger Fund. Mein Gott. Wunderschön. Tolles Bild. Aber jeder von diesen Räumen hat eine massive Tür. Ich gehe also davon aus, dass hier was Wichtiges gelagert wurde. Vielleicht Flakmunition. Das könnte sehr gut möglich sein, dass das ein Flakbunker, also Munitionsbunker war. Weil für Menschen hat man natürlich nur Gasdrucktüren genommen und keine schweren Bunkertüren. Und so sehen die Fenster von außen aus. Und ich könnte euch jetzt gar nicht sagen, ob die nachträglich eingesetzt wurden. Alles andere macht ja keinen Sinn. Riesenbauwerk eigentlich. Und das steht hier einfach rum. Und da muss man wirklich ein Auge haben. Ansonsten übersieht man das mal eben schnell. Genau.